Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Auf Twitter habe ich wieder mal ein paar interessante Sachen gefunden, die in Verbindung mit dem 16. Juni stehen. Und zwar soll am 16. Juni der erste Bunker geöffnet werden oder geöffnet werden können und jedes Mal eine Woche später ein neuer Bunker und das Ganze viermal. Insgesamt vier Luken sind zu öffnen. In jeder Luke oder in jedem Bunker befindet sich ein goldenes Item. Ich zeige euch gleich auf der linken Seite schon mal vorab das Bild. Hier sind die ganzen Locations mit den jeweiligen Daten, wann sich welche Luke öffnet. Und rechts blende ich euch natürlich gleich noch die Locations auf dem Kings Canyon ein, damit ihr genau wisst, wo ihr hinfliegen müsst und an welchen Tagen das ist. Vorab, es kann sein, dass ab 16. das mit in 1, 2, 3, dass das in Verbindung mit einem Event steht. Über das Event kann ich aber noch nicht mehr erzählen, da gibt es tatsächlich noch keine Einzelheiten. Es sind aber Bilder aufgetaucht für die Event-Packs. Das kann sein, dass das irgendwann in Season 5 noch kommt oder eben schon am 16. Pack Nummer 1 sieht so aus, beziehungsweise sehen beide Packs gleich aus. Das Pack wird eben gerade nur geöffnet. Und so sieht das, das Event-Pack aus, wenn es noch ungeöffnet ist. Also können wir eventuell davon ausgehen, dass wir am 16. ein Collection-Event bekommen, wo man natürlich wieder eine Menge Geld investieren muss. Und vielleicht ist dort dann auch ein neues Erbstück zu betrachten. Das ist jetzt aber nur eine Theorie mit dem Event, weil da nichts logischerweise bestätigt ist, wie das immer so ist. Und am 9. Juni sollte das eigentlich schon stattfinden. Ich blende euch jetzt erstmal hier diese zusammengeschnittene Karte ein mit den Locations für die einzelnen Luken und wann die sich öffnen, beziehungsweise was man in diesen Luken alles Schönes finden kann. Wir starten oben links mit der ersten Luke. Hier kommen wir seit Anfang an von Season 5 schon rein. Dort können wir ja reinfliegen über das Jumpship, über eine Zipline, beziehungsweise über so einen Sprungturm. Oder wir können runterspringen, habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Und dort finden wir ein goldenes Knockdown-Schild. Diesmal können wir aber ab dem 16. Juni bis zum 23. Juni offiziell über diese Luke dieses Bunkersystem betreten. Und die scheinen aber alle nicht miteinander verbunden zu sein, wie man ursprünglich dachte. Und es könnte sein, dass wir ab dem 23., wenn sich die nächste Luke öffnet, die erste Luke wieder schließt. Das ist jetzt nur eine Theorie. Ich zeige euch jetzt direkt mal die nächste Location. Zack, das wäre dann quasi dort, wo man die goldene Prowler oben rechts vom linken Bild aus gesehen finden kann. Vom 23. bis 30. Juni können wir rechts neben dem Markt in diesen Bunker rein uns dort dumm und dämlich looten. Da gibt es natürlich nicht nur die goldene Prowler, sondern auch noch anderen Stuff. Was genau und wie groß ist aktuell noch unbekannt, auch wenn es einen Krypto-Glitch gibt, womit man durch die Drohne irgendwie in den Bunker optisch reinglitschen kann und kann den Bunker so ein bisschen betrachten. Darüber habe ich aber kein Video gemacht und hatte ich auch nicht vor. Die nächste Location ist unter der Artillerie und soll vom 30. Juni bis zum 7. Juli geöffnet sein und dort finden wir eine goldene Sentinel. Und der allerletzte Spot, da gibt es eine goldene Havoc und das ist rechts neben den Slums. Und das ist dieser Bereich, dort befindet sich die Luke und das ist vom 7. bis zum 14. Juli betretbar. Das soweit dazu. Die Eventpacks habe ich euch schon gezeigt. Wie gesagt, ich will betonen, es sind Leaks, das kann so kommen, das muss nicht so kommen, aber wir können felsenfest davon ausgehen, die Luken sind ja nicht aus Langeweile da. Ich war übrigens tatsächlich der Meinung, dass das mehr als vier Luken waren. Ihr könnt euch oder mich gerne in den Kommentaren mal berichtigen, waren das echt nur vier Luken? Ich bin aktuell tatsächlich von neun Luken ausgegangen. Aber so, vielleicht verwechsel ich das auch mit den Artefaktmengen, weil das ja genau neun Stück sind. Das soll es schon wieder gewesen sein. Lasst dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Damit unterstützt ihr mich sehr, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende und wir sind alle auf den 16. Juni gespannt. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.